Dann geht's mal wieder einmal los. Nochmal nur Profi. So. Gut, dass ich Salz und Räucherstäbchen mitgebracht habe. Perfekt. Paul Moore. Paul Moore. Okay. Paul Moore suchen wir. Dann suchen wir mal den Paul Moore. Hallo Paul, bist du da? Hallo? Ich hoffe ja. Bin da, wer noch? Ach ja, wer kennt's nicht noch? Die Dinos von damals. So. Schön alles gut zu sein. Können wir hier mal einmal aufmachen, vorsichtshalber, falls wir gejagt werden. Vorzeitig. Haben wir zumindest ein Fluchtziel. Oder wo wir uns verstecken können, zur Not. Machen wir hier auch immer leicht Licht an hier. Paul, du bist wieder am Klavier. Ja, fein. Ja, fein. Kannst du nochmal spielen? Ja, Paul, spiel nochmal. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, er ist hier. Dann will ich rein theoretisch eigentlich nur gucken. Also hier haben wir das mit dem Strom, falls uns mal der Strom ausgehen sollte. Okay, Paul, du bist kühl. Komm, geh noch kälter, Paul. Kälter. Na los. Ja, komm. Ja, fein. Ja, komm. Mach Minus gerade. Na, Paul. Ja, oh. Hast du fein gemacht. Feines Licht angemacht. Ja, okay, aber hier ist auf jeden Fall schon mal niedrige Temperaturen. War da was? Nein. Ich hole erstmal mein Equipment dahin, weil ich ja weiß, er ist da. Scheiße, dann brauche ich nicht so weit laufen. So. Man bräuchte sowas wie so eine Zwischenkiste. Das wäre irgendwie viel praktischer. Könnte man nämlich pow. Nehmen wir erstmal pow. Und pow. Da haben wir nämlich einfach das ganze Zeug. Können wir dann da nämlich reinballern. Jetzt habe ich zwar kein Licht mit, aber egal. Ach, wanderst du? Ich schmeiß es dir mal einfach hier hin, ne? Paul, magst du doch, oder? So, Licht haben wir auch. Genau. Legen wir dir da hin. Ich hoffe, ich kann. Okay, cool, kühler Atem war schon mal da. Das ist schon mal schön. Paul, schreib ins Buch, wenn du da bist. Das ist so ein schwarzer Fleck da. Ja, die Lampe. Damit wir einmal sehen können. Okay, mit dem Thermometer haben wir ja schon. Jetzt nehmen wir das mit dem Salz. Zack. Wir nehmen die Räucherstäbchen auch einmal mit. Genau. Ja, und das mit der Taschenlampe machen wir danach. Jetzt machen wir erstmal die Einsachen. Also, wir hatten einmal hier einen Punkt. Genau.
würde ich sagen, hier, hier. Weg damit. Genau, einmal hier. Paul, Paul, oh danke, du warst schon hier. Perfekt, bist durch Salz gelaufen. Ich hoffe, das reicht auch hiermit. Ich räuchere dich einmal aus. Sorry, aber genau. Und Tschüssikowski. Tschüssikowski brauche ich auch nicht mehr. So, dann sammeln wir unser Equipment hier mal wieder ein. Dann hole ich jetzt erstmal auf Fingerabdrücke, die UV-Lampe. So, 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 so. Ja, geilo Magico. Wir haben schon mal die Aufgaben alle weg. Das ging schnell. Noch eine wilde Fahrt. Schauen wir mal. Oh, er feiert da drin eine Party, der Paul. Gut. Schauen wir doch mal, ob er seine schmutzigen Finger irgendwo hinterlässt. Ach ja, das war hier. Hier ist er auch gelaufen. Okay. Hast du Tipps zwar drauf? Hast aber nichts. Okay. Da auch nicht. Du hinterlässt auf jeden Fall keine Fingerabdrücke. Nirgends. Gut. Ja, okay. Aber nur 4. Du bist kein guter Geist, oder was? Auf jeden Fall haben wir Gefriertemperatur, ne? Das ist doch schon was. Paul, wir gucken jetzt mal, ob du hier durch den Orbit schwebst oder nicht. Schauen wir mal. Hast du was hinter mir hergeworfen? Okay. Schauen wir doch mal an, ob der gute Paul uns hier eine Darbietung eines Kügelchens gibt. Oh Mist. Das ist jetzt so hell da hinten in der Küche. Das muss ich nochmal ausmachen. Dann nehmen wir das auch gleich mit. Paul, bist du da? Kannst du sprechen? Kannst du mir ein Zeichen geben? Schreib in das Buch. Gib mir ein Zeichen. Okay, wir müssen hier mal Licht ausmachen. Ich muss mal gucken, ob wir da was sehen. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Orb. Radio habe ich ihm jetzt da gebracht. Schade, man müsste so, wenn man die Geisterbox verwendet, auch hier im Wenn, sage ich mal, dass hier irgendwas so einen Ton da einstellen können, das wäre irgendwie cool. So, Leute, schauen wir doch mal. Ja, ich habe einen Orb gesehen. Flog hier hinten eben gerade so lang. Da seht ihr den, ne? Da hinten ist er. Also wir haben einen Orb. Einen Orb haben wir schon mal. Das ist doch schon mal Geister. Orb. Phantom, Poltergeist. Boah, da haben wir noch so viel. Also Geister, Orb nur. Ja, EMF war ja nur Stufe 4. Oh, er hat ins Buch geschrieben. Ich muss zum Buch ein Foto machen. Seht ihr das? Da ist ein Kreuz drin. Also Geisterbuch ist es auch.
Schädurei, also haben wir nicht mehr viel. Geisterbruch. Ach, Gefriertemperaturen haben wir ja auch gehabt, ne? Stimmt. Also es ist ein Jurai. Ja, okay, aber wir müssen ja noch Bilder hier machen. Da haben wir doch schon unser Geist. Ob das alles zählt an Fotos. Bin ich ja mal gespannt. Schritt, Interaktion. Joa, ist doch nice. Immerhin zwei Bilder. Jetzt bin ich gerade überlegen. Er hatte jetzt nicht wirklich viel gemacht, aber oh, nee. Wir loggen das jetzt mal ein. Das ist ja, wir haben ja alles an Aufgaben. Was sollen wir denn dann machen? Ein Foto von ihm bringt jetzt auch nicht mehr so viel, dann macht kaum Unterschied. Richtig gut. Zweiter Durchlauf, perfekt gelaufen. Auf YouTube vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge.